Die Lichtgeschwindigkeit ist unveränderbar. Das ist die Basis der speziellen und allgemeinen Relativitätstheorie. Diese Konstante verformt Raum und Zeit. Viele haben nach der Erklärung der Relativitätstheorie gefragt. Hier ist sie in Klicks um Science und Fiction. Licht bewegt sich exakt mit einer Geschwindigkeit von 2999,792 Kilometern pro Sekunde. Nicht mehr und nicht weniger, unter keinen Umständen. Das hat dramatische Folgen. Die spezielle Relativitätstheorie von Albert Einstein. Ein Grundprinzip der Physik ist das Prinzip des Inertialsystems. Das heißt, an allen Orten, an denen ich nicht beschleunigt werde, sind die Bedingungen gleich. Egal, ob ich mit 800 Kilometern pro Stunde im Flugzeug über die Erde jette oder im Büro auf der Couch sitze, ich kann meinen Kaffee überall in Ruhe trinken. Der Kaffee fliegt mit der gleichen Geschwindigkeit wie ich und das Flugzeug. Wenn ich im Flugzeug mit 6 Kilometern pro Stunde nach vorne zur Toilette gehe, bewege ich mich mit rund insgesamt 806 Kilometern pro Stunde, da sich Geschwindigkeiten addieren. Wenn Licht aber immer eine konstante Geschwindigkeit hat, habe ich ein Problem. Zur Lichtgeschwindigkeit kann keine Geschwindigkeit addiert werden. Sie ist ja konstant. Sie kann weder 800 Kilometer schneller werden, wenn sich Licht im Flugzeug ausbreitet, noch 806 Kilometer. Es muss also andere Konsequenzen haben. Und es gibt nur eine Lösung. Das Flugzeug wird in Bewegungsrichtung so stark zusammengedrückt, dass die Lichtgeschwindigkeit an Bord genauso hoch sein kann wie außerhalb des Flugzeugs. Die Entfernungen im Flugzeug müssen so verkürzt werden, dass das Licht sich eben nicht 800 Kilometer pro Stunde schneller bewegen muss. Der Raum wird zusammengedrückt. Hohe Geschwindigkeiten drücken den Raum zusammen. Längenkontraktion wird das genannt. Aber auch die Zeit wird verändert. Fliege ich über Deutschland, sehe ich, wie das Licht längere Distanzen zurücklegt als am Boden. Während für den Beobachter am Boden der Abstand zwischen zwei Objekten immer gleich bleibt, sind die Abstände für mich größer. Fliege ich zum Beispiel über Frankfurt, verschieben sich die Punkte, von denen Licht ausgesendet wird, und die Punkte, an denen das Licht ankommt, während ich über die Stadt fliege. Das Licht legt aus meiner Sicht einen längeren Weg zurück. Da Licht aber nicht in derselben Zeit einen längeren Weg zurücklegen kann, muss sich die Zeit bei mir an Bord verlängern, damit das Licht diesen längeren Weg auch zurücklegen kann. Die Konsequenz ist also auch hier dramatisch. Die Zeit an Bord muss langsamer vergehen als am Boden. Eine Reise mit dem Flugzeug ist also auch immer eine Zeitreise in die Zukunft. Während auf der Erde zum Beispiel ein Jahr vergeht, sind es an Bord eines schnellen Raumschiffes zum Beispiel nur 364 Tage, weil die Zeit eben an Bord langsamer vergeht. Im Haferle-Keating-Experiment wurde das 1971 nachgewiesen. Hochexakte Cäsium-Atomuhren wurden an Bord eines Linienflugzeuges gebracht und nach Flügen um die Erde wurden sie mit Atomuhren, die sich stationär auf der Erde befanden, verglichen. Und tatsächlich gingen die Uhren an Bord langsamer. Hohe Geschwindigkeiten verlangsamen die Zeit. Das heißt Zeitdilatation. Da die Lichtgeschwindigkeit zur Zeitdehnung führt, hat das noch eine weitere Konsequenz. Auch bei einem sehr schnell fliegenden Asteroiden, der auf einen Planeten einschlägt, vergeht die Zeit langsamer. Aus seiner Perspektive ist die Einschlagsgeschwindigkeit also geringer. Auch bei ihm läuft die Zeit langsamer ab als bei einem Außenstehenden. Trotzdem ist der Einschlag für beide Beobachter gleich stark. Daraus ergibt sich eine weitere Konsequenz. Umso schneller sich Materie bewegt, desto schwerer wird sie. Bewegte Objekte haben deshalb eine größere Masse. Auch das hat wieder grundlegende Folgen. Wenn ich also Energie in Masse stecke, um sie zu beschleunigen, wird ein Teil der Energie in Masse umgesetzt. Masse entspricht also Energie und das eine kann in das andere umgewandelt werden. E gleich m mal c Quadrat. Energie ist gleich Masse mal Lichtgeschwindigkeit im Quadrat. Bei einem Kilo Materie heißt das 1 Kilogramm mal 299.792 Kilometer pro Sekunde hoch 2. Das sind 89 Billionen Kilojoule. Damit können 9 Kubikkilometer Wasser um einen Meter angehoben werden. Es sind also Unmengen Energie in Masse enthalten. Diese Energie ist in der Form von Bindungskräften zwischen den Bestandteilen der Atomkerne, Neutronen und Protonen vorhanden. Die Grundlagen für die Kernspaltung und damit für Atombomben und Kernkraftwerke war als Theorie entwickelt worden. Aber Einstein gab nicht Ruhe, er verallgemeinerte die Relativitätstheorie zur allgemeinen Relativitätstheorie. Die konstante Lichtgeschwindigkeit hat nämlich eine weitere Konsequenz.
die Gravitation. Auch Licht wird in das Gravitationsfeld von massereichen Körpern gezogen. Das heißt, im Gravitationsfeld wird Licht beschleunigt. Und das bedeutet, alle Folgerungen aus der speziellen Relativitätstheorie können auf Gravitationsfelder verallgemeinert werden. Das heißt, die Zeitdilatation. Gravitationsfelder verlangsamen die Zeit. Umso näher wir der Erde sind, desto langsamer vergeht die Zeit. Unsere Füße sind also jünger als unser Kopf. Für die Füße gehen die Uhren langsamer. Bei der Programmierung von geostationären Satelliten muss genau das berücksichtigt werden. Sie kreisen in 36.000 Kilometern Höhe, wodurch die Zeit bei ihnen schneller abläuft. Bei ihrer Programmierung muss das jetzt genau berücksichtigt werden, sonst würden zum Beispiel GPS-Navigationssatelliten unsere Navigationssysteme vollkommen in die Irre führen. Und auch ein zweiter Grundsatz der speziellen Relativitätstheorie gilt nun 1:1. Gravitationsfelder drücken den Raum zusammen. Die Längenkontraktion. Das ist wirklich frappierend. Wir hier erleben in Form der Erdanziehungskraft ganz konkret die allgemeine Relativitätstheorie. Denn die Schrumpfung des Raums ist nichts anderes als die Kraft, die uns auf die Erde zieht. Mit anderen Worten, weil das Licht eine konstante Geschwindigkeit hat, werden wir von der Erde angezogen. Nochmal zum Mitschreiben. Licht kann sich nicht schneller als mit 299.792 Kilometern pro Sekunde ausbreiten. Wird es von einem Gravitationsfeld angezogen, sind zwei Dinge die Konsequenz. Die Zeit wird langsamer, weil Licht nicht schneller werden kann. Und der Raum wird gestaucht, weil Licht in einem Zeitabschnitt keine größeren Distanzen zurücklegen kann. Das Ergebnis? Wir erleben diese Stauchung des Raums, diese Raumkrümmung als Anziehungskraft. Wow! In der Klickzone-App gibt es noch mehr Wow täglich. Dafür hier klicken, also gibt es für Android und iOS. Den Link gibt es natürlich auch in der Videobeschreibung, wie auch den zum Thema Schwarzes Loch, das Video hier. Da spielt auch die Relativitätstheorie eine Riesenrolle. Was meint ihr? Ist die Relativitätstheorie wirklich eine stichhaltige Theorie oder hat sich Einstein geirrt? Diskutiert es in den Kommentaren. Und was bleibt mir noch zu sagen? Ich würde mal sagen, bis dann, bleibt dran.